an einem lauen Frühlingsabend führt die Fahrt mit der Baureihe 151 und leeren Selbstentladewagen der Gattung FALNS von Regensburg Ost nach Saal an der Donau und somit herzlich willkommen. Die Baureihe 151-169-8 in der Farbgebung Elfenbein-Ozeanblau steht hier in der Abstellung in Regensburg Ost und muss nun erst einmal aufgerüstet werden. Dazu wird einmal im Führerstand Platz genommen und dort angekommen wird als allererstes einmal die Batterie eingeschalten und es wird für Licht im Führerstand gesorgt. Somit kann man hier auch deutlich mehr erkennen. Anschließend wird das ZG1 eingeschalten und die Instrumentenbeleuchtung wird eingeschalten. Im Hauptluftbehälter befinden sich knapp 6 Bar Druck. Das ist zu wenig. Im Hauptluftbehälter werden rund 10 Bar Druck benötigt. Das heißt, der Luftpresser wird einmal gestartet. Und sobald dann der Druck von 10 Bar im Hauptluftbehälter vorhanden ist, kann der Stromabnehmer gehoben werden, denn der wird ja mit Druckluft gehoben. Währenddessen können schon mal die Zugsicherungssysteme eingeschaltet werden. Einmal die Indusi bzw. die PCB90. Zu der Zeit, wo die Baureihe 151 gebaut wurde, wurde ja noch die Indusi verbaut. Das Zuggewicht beträgt 425 Tonnen, somit wird in die mittlere Zugart gewechselt. Denn die FALNS-Wagen sind ja leer, darum auch das geringe Zuggewicht. Da, Kollege, ebenfalls hier unterwegs mit der Baureihe 151. Der Leuchtmelder 70 ist nun aktiv hier. Somit ist dann bei Beeinflussung der Leuchtmelder 70 aktiv. Der Druck in der Hauptluftleitung kann nun auf 4,7 Bar eingestellt werden. Der Stromabnehmer 1 wird vorgewählt und kann auch gehoben werden. Sobald die Fahrtradspannung von 15 kV anliegt, kann der Hauptschalter eingelegt werden. Die SIFA wird eingeschalten. Der Hauptschalter wird eingelegt. Die Bremse wird komplett gelöst. Der Richtungshalter wird in die Fahrtposition verlegt. Die Feststellbremse bzw. die Handbremse wird gelöst. Und die Fahrmotorlüfter werden noch eingeschalten. Wunderbar. Und die Zustimmung zur Ausfahrt ist erteilt. Somit kann die Führerstandsbeleuchtung ausgeschalten werden. Und der Zugverband wird einmal gestreckt. Und dann geht es hier aus der Abstellung bzw. aus Regensburg Ost erst einmal raus Richtung Regensburg Hauptbahnhof und dann geht es weiter nach Saal an der Donau. Die maximal zu fahrende Höchstgeschwindigkeit beträgt im Moment 40 km pro Stunde. Hier in Regensburg Ost gibt es noch einige Formsignale. Ja, die Selbstentladewagen der Gattung FALNS sind leer. Und das merkt man natürlich auch, denn die Baureihe 151 tut sich hier richtig leicht und kommt auch schnell auf Geschwindigkeit. Ganz anders sieht es da natürlich aus, wenn die Wagen beladen sind. Der ZS3V kündigt einen Geschwindigkeitswechsel auf 80 km pro Stunde an. Draußen ist es schon recht dunkel. Aber Güterzüge fahren natürlich auch in der Nacht.
und in der Nacht natürlich noch verstärkt als untertags. Und somit kann man jetzt hier einen leicht bewölkten Himmel bestaunen. Und ja, die Sterne kann man auch schon ganz gut sehen. Der Lokführer kann sich aus der 70er Überwachung befreien und darf dann auf 80 km pro Stunde beschleunigen. VR1. Und in der Nacht erkennt man natürlich sehr schön die Signalbegriffe. Und das sieht auch richtig schön aus hier, ne? Die ganzen Lichtsparsignale in Niedrigbauweise ergeben hier ein, ja, schönes Bild ab. Die SIFA möchte natürlich auch nochmal bestätigt werden. Regensburg Hauptbahnhof. Ja, die Baureihe 151 ist schon eine sehr alte Elektrolokomotive. Die Lok wurde zwischen 1972 und 1978 ausgeliefert. Und da natürlich auch gebaut. Ja, und hier werden einige landwirtschaftliche Fahrzeuge mit der Bahn transportiert. So, weiterhin geht es Richtung Saale an der Donau und es darf nur auf 100 km pro Stunde beschleunigt werden. Eine Doppeltraktion Baureihe 182 zieht hier die landwirtschaftlichen Fahrzeuge. Und ein weiteres Vorsignal signalisiert Langsamfahrt erwarten. Somit ist dann hier natürlich einmal die Wachsamkeit, die Wachsamkeitstaste der Indusi zu betätigen. Ja, man sieht sehr schön das Fahrstufenrad oder den, ja, das Fahrstufenrad. Denn die Baureihe 151 verfügt über ein Thyristorschaltwerk und man hört auch immer sehr schön, wie das Thyristorschaltwerk dann die Stufen aufschaltet. Und der Farbton gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut. Ist mal nicht immer dieses klassische Verkehrsrot. Ja, und die FALNS Selbstentladewagen hier im Einsatz bei DB Cargo verfügen schon über die Flüsterdrehgestelle.
die also im Lauf- bzw. im Rollverhalten deutlich leiser sind. Und mit Erreichen des Zugflusses am LF7 geht es dann rauf auf 80 km pro Stunde mit der Geschwindigkeit. Ja, und hier zweigt jetzt eben die Strecke nach Ingolstadt ab. Und für den Güterzug führend mit der Baureihe 151 geht es bis nach Saal an der Donau. So, dann darf auf 80 km pro Stunde beschleunigt werden. Ja, und hier ist jetzt natürlich richtig dunkel. Aber wie heißt das so schön? Die Fahrzeugspitzenbeleuchtung bei älteren Lokomotiven ist nicht dazu da, um zu sehen, sondern um gesehen zu werden. Und das trifft hier natürlich völlig zu. Streckenkilometer 4, Hektometer 2. Aber das Schöne ist, wie gesagt, man kann die Signalbegriffe sehr, sehr gut erkennen. Und mit Erreichen des Zugflusses am LF7 geht es dann rauf auf 110 km pro Stunde mit der Geschwindigkeit. Ja, apropos Geschwindigkeit. In der Baureihe 151 befinden sich 6 Fahrmotoren, die hier für die dementsprechende Leistung sorgen. Und die Lokomotive darf maximal 120 km pro Stunde schnell fahren, aber für diese Zugfahrt reichen 100 km pro Stunde eigentlich maximal als maximal zu fahrende Höchstgeschwindigkeit völlig aus. Die Baureihe 151 ist ja die Nachfolgebaureihe der Baureihe 150. Und sowohl wie die Baureihe 150 zählt auch die Baureihe 151 zum Elektrolokomotivenprogramm. Zum Einheitselektrolokomotivenprogramm. So heißt es natürlich richtig. Zum Einheitselektrolokomotivenprogramm. Sinzing. Ich fahre ja die Lokomotiven oder die Altbaulokomotiven bzw. die Lokomotiven aus dem Einheitselektrolokomotivenprogramm sehr, sehr gerne. Ich finde, die Lokomotiven haben einfach was. Und alleine die Technik des Thyristor-Schaltwerkes ist doch recht beeindruckend, wie das Ganze dann umgesetzt wird. Das Bahnübergang-Überwachungssignal signalisiert BU1. Der Bahnübergang ist also gesichert.
Was hier natürlich auch sehr schön zu sehen ist, hier im Führerstand, sind natürlich die vielen klassischen Rundinstrumente. Und natürlich das Zugsicherungssystem in Dusi. Denn zu der Zeit eben, wo die Baureihe 151 gebaut wurde und da natürlich auch in Dienst gestellt wurde, da gab es auch keine PCB. So, weiterhin darf mit 100 km pro Stunde gefahren werden. Vorhin wäre noch das LF7 zu sehen. Mit der Kennziffer 10. AP1. Gleich sind es nur noch 10 Kilometer bis Saal an der Donau und dort wird dann der Zug auf Gleis 4 abgestellt. Die Dienstmaße der Baureihe 151 beträgt 118 Tonnen und die Lokomotive gab es natürlich in vielen schönen Farbgebungen. Und gibt es natürlich immer noch, denn ich, also mir ist kein Ausmusterungsdatum bekannt. Die RBH hat ja auch einige 151er. Locomotion natürlich. Also da gibt es schon einige Eisenbahnverkehrsunternehmen, bei denen die Baureihe 151 im Dienst ist. Ja, und die Länge über Puffer der Lokomotive beträgt 19.490 mm, also knappe 20 Meter. Das ist schon eine Ansage. Immer wieder schön zu sehen, ne? Wie bei Dunkelheit der beleuchtete Bahnsteigsbereich gleich wirkt. Ne? Es ist echt immer wieder schön zu sehen. VR1, Fahrt erwarten. Am Vorsignal oder beziehungsweise am Signalmast des Vorsignales befand sich keine Vorsignaltafel. Somit handelt es sich hier nur um einen Wiederholer. Also um kein Vorsignal. SH1. SH steht für Schutzhalt.
Aber man sieht fast nichts, ne? Es ist jetzt wirklich richtig dunkel draußen. Aber das gehört halt dazu. Und ja, wie schon gesagt, Güterzüge fahren halt auch nachts. Dort auch verstärkt. Und ja, da gehört es eben dann auch dazu, dass man relativ wenig sieht. Streckenkilometer 21, Hektometer 4. Und gleich erreicht die Baureihe 151 mit ihren leeren FLNS. Selbstentladewagen Saal an der Donau. Das Vorsignal signalisiert VR2 Langsamfahrt erwarten. Mit dem Bremsvorgang sollte erst dann begonnen werden, wenn das Thyristorschaltwerk auf 0 gelaufen ist. Also, wenn keine Thyristorschaltwerkstufe eingelegt ist oder angewählt ist. Das nächste Vorsignal signalisiert VR0 Halt erwarten und das Hauptsignal HP2 Langsamfahrt, also Langsamfahrt und Halt erwarten. In dem Fall jetzt Langsamfahrt mit 40 km pro Stunde. Und auch hier sieht man wieder, ne, wie hell der ganze Bereich wirkt, wo Bahnbetriebsleuchten aufgestellt sind. Ist echt Wahnsinn, ne? Wie hell der ganze Bereich dann gleich wirkt. SH1. Na, da hat's aber einer eilig. Saale an der Donau. Und dann geht's hier auf das Abstellgleis 4. Der 500 Hertz PCB-Streckenmagnet ist natürlich aktiv, da ja das Ausfahrsignal HP0 signalisiert. Somit erreicht der Güterzug Saal an der Donau.
Ja, ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen und ich würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiederhören würden. Bisher macht's gut, euer Matthias AW. Servus.